Und Rolf Clement, der Sicherheitsexperte, ist jetzt bei mir im Studio. Willkommen, Herr Clement. Guten Tag, Frau Apatzky. Keine konkreten Vorbereitungen für einen Anschlag, sagt die Polizei. Das Wort konkret ist wichtig. Das Wort konkret ist wichtig, weil es durchaus deutliche Hinweise darauf gab, dass da was hätte passieren können. Vielleicht kann es ja auch noch passieren und man hat ein bisschen den Anschluss verloren. Es gab hier vor allen Dingen einen Hinweis aus Marokko, was darauf hindeutet, dass die Geheimdienste auch über das Mittelmeer hinweg inzwischen sehr eng zusammenarbeiten. Das ist ja ein positiver Fakt erst einmal. Das ist ein positiver Fakt und da hat es ja auch sehr viele Gespräche gegeben zwischen den deutschen Innenministern, de Maizière und auch Seehofer mit der marokkanischen Regierung. Das ist nicht so ganz leicht hinbekommen worden, aber man hat es jetzt soweit, dass das auch funktioniert. Und das Zweite ist, was wir auch wissen, die Achillesferse für alle Terrorplaner ist die Kommunikation. Hier gab es offensichtlich Chatverkehr, hier gab es offensichtlich Kommunikation. Das heißt zweierlei. Erstens, es ist eine Gruppe, die da aktiv war und das macht es natürlich noch gefährlicher. Und zum Zweiten, da hat was stattgefunden. Und dann hat man noch die Leute gesehen, die sich den Stuttgarter Flughafen etwas genauer angeguckt haben, den Pariser wohl auch. Die dann ja auch wieder aufgetaucht sind in Paris. Jawohl, jawohl. Und dann hat man gesagt, so Moment Leute, jetzt wird es gefährlich, jetzt müssen wir mal gucken. Und dann hat man plötzlich festgestellt, ja Moment, die haben ja sogar in der Kartei, dann hat die Sache alles in allem doch ein großes Gewicht. Und dann ist es auch gut, dass man frühzeitig warnt. Kann man denn sagen, dass die deutschen Geheimdienste einmal in der schnellen Form der Alarmbereitschaft dazugelernt haben? Schlimmerweise in den letzten Jahren? Ja, die haben dazugelernt, aber die waren immer relativ nah dran an den Dingen, soweit sie nah dran sein können. Mhm. Wir haben inzwischen mehrere hundert Leute, 360 oder so, die als Gefährder laufen. Die kann man nicht alle rund um die Uhr beschatten. Da muss man also auch schon auf solche Dinge requirieren und muss versuchen, solche Informationen auch abzuschöpfen. Die braucht man dafür. Und das funktioniert eigentlich in Deutschland relativ gut. Gelegentlich rutscht mal einer durch, aber Amri, Berlin, jawohl. Aber ich glaube, die Anzahl derer, die nicht durchrutschen, sondern die man vorher schon, denen man vorher signalisiert, wir wissen, was ihr vorhabt, und dann hören die auf, das ist, glaube ich, in Deutschland relativ hoch. Die Zusammenarbeit international, Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet, jetzt eben Hinweis aus Marokko aufgenommen worden. Gab es da jetzt eine Entwicklung? Die hat sich in den letzten Jahren, muss man sagen, natürlich verbessert. Auch innerhalb der EU, auch innerhalb Europas. Mit den USA hat es immer schon gut geklappt, zum Beispiel die Sauerland. Obwohl Deutschland ja nicht wirklich zu diesem exklusiven Geheimdienstclub gehört. Ja, aber in dem Teil ist es so, dass Deutschland natürlich in gewissen Bereichen, zum Beispiel des Nahen Ostens, auch ganz gut unterwegs ist und auch gelegentlich Informationen hat, die es den Amerikanern dann geben kann. Und von daher gibt es dann schon dann diesen Austausch, der funktioniert immer, wenn ich selber eine Information habe, kriege ich auch eine andere Information. Das hat auch immer zwischen Deutschland und den USA funktioniert, auch in Zeiten, wo wir die sogenannten Geheimdienstkrise hatten, hat das immer noch auf der Arbeitsebene gut funktioniert. Und was jetzt neu dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist eben die engere Zusammenarbeit, vor allen Dingen mit Marokko, ich würde auch sagen mit Tunesien. Sonst die anderen nordafrikanischen Länder sind da noch nicht ganz so weit. Aber in dem Bereich glaube ich, dass es inzwischen sehr klare und sehr gute Absprachen gibt, die jetzt, wie wir heute gesehen haben und gestern, auch tragfähig sind. Sie haben eben das Wort der Kommunikation benutzt, die Kommunikation eben zwischen möglichen Attentätern oder Gefährdern, die man abgreifen kann. Aber was ist denn mit der Kommunikation innerhalb Europas unter den Geheimdiensten zum Beispiel? Ja, das hat nicht wirklich immer gut funktioniert. Das hat nicht immer gut funktioniert. Das kann auch noch verbessert werden. Da hat auch jeder, da kommt man auch sehr schnell in Bereiche rein, wo man sagt, nein, Moment, halt Souveränitätsrecht. Ja. Gerade Länder wie Frankreich haben da ein ganz anderes, viel stärkeres nationales Bewusstsein auch in dem Bereich als wir in Deutschland. Wir in Deutschland würden unsere Informationen, soweit ich das übersehe und soweit ich die Geheimdienste hier kenne, sehr breit und sehr gerne mit den anderen austauschen. Die mauern da manchmal ein bisschen. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren, wie schon gesagt, verbessert. Das ist zum Beispiel in Paris damals, im November vom Bataclan damals. Ja. Da gab es Hinweise der deutschen Seite an die französische. Hier ist jemand unterwegs, der könnte bei euch anlanden. Die sind sozusagen aktiv nach Frankreich gegeben worden. Mhm. Was die Franzosen dann damit machen, ist ihre Sache. Rolf Clement, wenn wir jetzt an diesem heutigen Tag einmal so eine Bilanz herunterziehen, eine Terrorgefahr, die gibt es in Deutschland, muss man sagen. Aber wir haben jetzt heute gesehen, dass die Sicherheitskräfte und Dienste alert sind.
sie wird da sein. Wir wollen die Leute ja auch jetzt nicht in die Weihnachtstage entlassen in einem Gefühl der Unsicherheit. Ich würde in jedem Flughafen in Deutschland jederzeit abfliegen, auch in Stuttgart heute. Da glaube ich nicht, dass wir eine besonders große Gefahr haben. Die Gefahr ist da immer. Die ist auf jedem Bahnhof, die ist überall. Es ist leider so, wir leben nicht ganz ohne Gefahr. Aber ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in dieser Zeit eine unentdeckte, besonders große Gefahr haben. Sowas zu sagen ist immer riskant, weil in dem Moment, wo ich sage, kann irgendwo was passieren. Aber das ist die Einschätzung, die ich habe. Man kann durchaus von jedem Flughafen, von jedem Bahnhof aus seine Weihnachtsreise antreten. Rolf Kilmet, Sie müssen es wissen, Sie sind der Sicherheitsexperte. Ich danke Ihnen für diese Einschätzung und einen schönen Abend. Ebenso.